Also, hier ist diese merkwürdige Tür. Dann geht es hier rein. Hier ist der WLAN-Router und Putzzeug. Praktisches Schlüsselbrett für nebenbei. Wäsche. Die ganzen Schuhe. Dann ist hier ein Spiegel. Hier habe ich die Jacke aufgehängt. Schlafzimmer. Mit jeder Menge Tieren. Hier ist ein Schrank. Kleiderbügel und hier haben wir unser Zeug zwischengelagert. Ein Tisch und ein Stuhl. Fenster. Hier guckt man dann raus und sieht dann das Haus. Da gehen Treppen runter. Und das Fenster hat eine sehr altmodische Konstruktion. Das kann man noch weiter aufmachen. Schreibtisch, Fliegenschläger trinken, Tabletten und eben die ganzen Tiere. Und natürlich der Eisbär, der immer friert. Mit schönen Bildern. Dann hier große Schränke mit viel Zeug. Huhu. Hier auch nochmal. Und dann ist hier das Bad. Unsere Schwimmsachen, Schuhe, Dusche und die Toilette. Und hier natürlich das ganze Zeug. Eine praktische Heizung mit Handtuchaufhängung. Und das Wohnzimmer mit einer wunderbar praktischen Ablage. Mit jeder Menge Zeug, technische Geräte und sonstiges Zeug. Eine Couch mit, natürlich, was soll es sonst sein, Tieren. Und der Balkon mit einer wieder sehr komischen Türe. Die geht mal zu, mal nicht. Und das ist die Aussicht. Hier gibt es auch einen Tisch. Stühle und da hinten, wo das Hotel ist, geht es zum Strand. Ist hier der Couchtisch, der eigentlich hier davor steht. Natürlich wieder ein Sessel mit Tieren. Eine Kommode. Die Küchenzeile. Die Schränke mit allem, was man braucht. Essen. Kühlschrank. Boiler, Tupperdosen, Soßen, die wir mitgebracht haben, Mülleimer und Spüle und hier der Tisch, Computer und Fernseher.